Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man diese Nähmaschine aufmacht, reinigt, ölt. Das ist Ideal Automatik. Die sieht so aus. Ich mache das noch hier ein bisschen nach oben. Also, ich habe schon angefangen, wie man sieht. Hier, ich habe die Platte. Stichplatte rausgenommen und bei mir war Anfang an das Problem, dass diese Hauptrad, das Hauptrad hat sich innen drin gedreht, aber nicht außen. Wie man sieht, ich habe schon Öl gemacht und ist ein bisschen alles Schmutz. Also hier ist eine Schraube. Die löst man dann ab und dann dreht man diese Teil hier. Was man da beachten muss, wenn man wieder dreht, dass dieser Teil richtig einsetzt. Dieser Teil sieht so aus. Und Anfang an, wenn man so guckt, es ist beide Seiten gleich, aber es ist nicht, weil hier ist eines, diese zwei Teile sind ein bisschen nach oben, also nicht flach wie hier, sondern ein bisschen nach oben. Und das geht dann hier rein. Da muss man aufpassen, wie man dreht. Also wenn man so umdreht, ist falsch. Also diese Seite, wo nicht so flach liegt, muss zur Nähmaschine. Und jetzt, wenn man dreht, das manchmal bewegt sich oder wie man sieht, rausfällt. Sie können die Nähmaschine ein bisschen nach hoch ziehen und dann schrauben und aufpassen, langsam. Ich versuche jetzt so, ich bin nicht sicher, ob das klappt, weil meistens das fliegt raus. Also ich muss nach oben, so ein bisschen nach oben, das reinsetzen. Hauptsache, wie gesagt, diese zwei Teile müssen, also die zwei Teile müssen hier drinnen richtig rein, sich reinsetzen. Ich mache jetzt nach oben und dann drehe ich das. Weil normalerweise das fliegt immer wieder. Also ganz normal drehen, hier festhalten, drehen und dann funktioniert. Wenn man das aufmacht, hier Rad im Rad, mit linker Hand festhalten, mit rechter drehen und dann ist ausgeschaltet vor die obere zum Aufspulen. Ich mache jetzt erstmal den Strom rein. So, und jetzt, wenn man auf die Fußpedal drückt, ja, sehen Sie, dann dreht sich das. Warte, vielleicht so besser. Dann dreht sich dieser Teil zum Aufspulen und hier das Rad. Aber die Nadel ist deaktiviert. Wenn man das festmacht, dann die Nadel ist sofort aktiviert. Aber trotzdem, Sie können weiterhin spulen, aber dann manchmal die Nadel bricht. Und jetzt ist nur zum Nähen. Also hier, ich habe hier aufgemacht, diese Teil. Ich habe hier zwei Schrauben rausgenommen, hier abgemacht und hier drinnen habe alles sauber gemacht, geölt. Das sind die Programme. Ja, das kann man austauschen, weil diese Maschine hat verschiedene Programme und die werden so ausgetauscht. Und alles sauber machen, alles ölen. Und wenn alles gut läuft, jetzt ist noch irgendwas. Sind richtig alte Nähmaschinen.
Aber trotzdem, die arbeiten immer noch gut. Ja, manchmal muss man ölen oder über Nacht, am besten über Nacht stehen lassen. Das mache ich oft. Und dann funktioniert meistens zweiter Tag viel besser alles. Weil diese Nähmaschine hat nicht funktioniert und ich habe sie gestern dann repariert. Weil man hört hier etwas quietscht noch. Ich muss herausfinden, ob das das hier. Manchmal ist das hier. Aber ich mache die Nähmaschine ganz auf. Und diese Nähmaschine, wie man sieht, hier ist die Stichbreite, hier ist Nadel links, Mitte rechts und hier ist Stichlänge. Und hier kann man auch Transportär versenken, oben oder unten. Hier hat man auch ja, Fußdruck, Nähfußdruck und hier ist zum Fadenspannung regulieren. Und es gibt noch eine kleine Box mit vielen verschiedenen Programmen zum Nähen. Wie man sieht, sind alle verschieden und gekennzeichnet, welcher ist welcher. Also man kann schon vieles damit machen. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, wie das alles. Das ist zickzack. Und mal sehen. Jetzt hier. Habe ich eingesetzt? Ne. Ach so. Und dann hier, wenn man dreht, sehen Sie. Dieser Teil dreht immer den Teil und so entstanden dann die Zickzack. Ich nehme das jetzt Strom raus und ich mache jetzt hier weiter mit Aufmachen und gucken, wie ich weiterkomme. Ich versuche jetzt auch Kamera auf die andere Platz zu stellen. So, jetzt machen wir weiter. Ich mache hier alles reinigen, ölen. Hier auch. Ich habe alles rausgenommen. Und die Nadel, glaube ich, schlägt ein bisschen. Aber ich muss auch die Nadeln wechseln. Und hier ein bisschen sauber machen, aber wir machen jetzt das alles auf. Ich mache wieder so nach meiner Art und Weise, wie ich das aufdrehe. Hier kann man auch diese dann wechseln, austauschen. Das ist auch ausgetrocknet. So kann man auch abmachen und neu machen. Machen wir weiter. Hier ist Motor.
Hier gibt es auch eine Gummi. Ja, kann man auch vielleicht austauschen. Hier kann man alles ein bisschen sauber machen. Aber das war geklebt wie im Strom. Also man kann das alles schon ein bisschen reinigen. Ölen. Drinnen auch. Und so rausnehmen. Das ist hier. Manchmal ist dieser Teil kaputt. Manchmal passiert das auch. Dann muss man das austauschen. Ist auch nicht schwer auszutauschen. Kann man. Das machen wir von unten. Hier gibt es viele. Ein bisschen erkältet, man ist sofort ein bisschen schwach. So, und hier sieht so aus, muss man aufpassen mit diesen Kabel und alles. Da ist Motor und das ist diese Rad und hier ist diese zweite. Okay. Hier alles sauber machen. Das kann man auch aufdrehen. Ach, hier hinten. Also ich will das hier alles erstmal sauber machen. Ich brauche auch ein bisschen Licht. Aber so, dass Sie ungefähr sehen, wie das drinnen aussieht, so kann man das austauschen. Eine, zweite, dritte, wenn das kaputt ist. Das ist die Haupt hier zum Drehen. Also kann man auch austauschen. Hier kann man auch Motor austauschen. Nur sie müssen immer aufpassen, dass der richtige Motor wieder dran ist. So. Hier. Das kann man alles abmachen, reinigen. Eine Hauptkabel. Ich mache das erstmal alles sauber. Bisschen ölen, ein bisschen richtig sauber machen und dann, wenn alles sauber ist, dann bauen wir wieder alles zusammen, wie das war. Aber ich wollte das alles so zeigen, dass Sie einen Einblick. Und immer aufpassen, fotografieren oder Video machen, wenn Sie selber etwas machen, dass Sie das auch zurückmachen können. Ich weiß nicht, ob gibt's das noch zu kaufen. Sieht ein bisschen ausgetrocknet. Also das kommt hierher zum Drehen und hier. Das ist eine und zweite ist hier drinnen. Also kleine kommt hier und innen drinnen
gibt es noch hier ein Teil. Dann kommt diese größere. So, sieht man besser. Ja, hier ist dieser Motor, also hier hat man diese Kabel. Also es war nicht, frühere Nähmaschine waren nicht so viel wie heute. Heute ist alles ein bisschen komplizierter. Ich mache das jetzt überall ein bisschen und dann machen wir sauber. Später. Ich lasse es so ein paar Stunden. Und dann ist später alles wie neu. Hier kann man auch aufmachen. Ich weiß nicht, sehen Sie? Ja, sehen Sie. Hier auch. Das ist dieser Rad, Zahnrad. Vielleicht könnte er auch eine neue vertragen. Aber es, wenn man das alles schön sauber macht. Und die Nähmaschine ist top. Und normalerweise solche Nähmaschinen können noch nächste 20, 30 und mehr Jahre. Sehen Sie, es dreht sich hier, dreht sich hier. Oben. Da könnte man alles. Ja, so, wir sehen uns bei, vielleicht, wenn ich das wieder zurückbaue, vielleicht mache ich das auch so von alleine später. Na, dann viel Spaß mit eurer Nähmaschine, aufzumachen, ölen, reinigen und wieder alles aufzubauen. Liebe Grüße. So, wie man sieht, ich habe hier richtig sauber gemacht. Hier unten alles. Hier. Das war alles gelb, schmutzig. Hier habe ich auch hier innen drin. Hier. Also überall. Bis jetzt. Hier muss ich auch noch. Aber ich mache langsam. Und jetzt mache ich das wieder alles hier unten zu. Und dann machen wir weiter. Okay, was ist hier jetzt wichtig? Das fest ranzumachen hier. Und auf diese große Teil. Drehen. So. So. Hier ist. Ups. Wieso rutscht das? Die Kamera stört mich. Okay. Eine haben wir jetzt reingemacht. So. Hier kann man noch.
So, jetzt haben wir größeren Teil. Er geht hier rein. Und auf diesem Metall ist auch noch eine kleinere zum Aufdrehen. Das können Sie mit Finger ran machen. Es ist nicht schwer. Aber das können Sie auch später noch alles befestigen, weil es kommt noch der zweite Teil davon. Also hier oben. Wir machen jetzt erstmal von unten ein paar Schrauben ran. Machen wir ganz normal weiter. Ich mache jetzt erstmal Schraube und dann mache ich hier unten alles sauber. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Dass die alle sich richtig einsetzen. Und hier auch. Machen beide und dann machen wir hier sauber und dann weiter. So, ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt machen wir weiter. So, jetzt mache ich hier alles sauber. So, immer einteilen. Immer einteilen. Sehr schöne alte Maschine. Also, ich liebe alte Zeug. So, jetzt mache ich hier seitlich zu. Hier haben wir eine. Zwei Plastikteile auch. Ja. Kann man noch ein bisschen sauber machen. Das sind ganz kleine, zwei dünne. Ja, Streifen, aber vor dem lieber machen wir diese Teil hier. Wir haben so eine Plastikring, kann man auch ein bisschen sauber machen. Und dieser Teil geht hierher, so. Dann und diese Teil hier mit ranschieben, drehen, ob alles funktioniert. Hier, hier, alles. Wenn das alles funktioniert, dann machen wir hier auch jetzt diese Teil. Warte mal ab. So. Und
habe ich falsch gemacht. Ja. Also hier zwei kleine Schrauben. Das drehe ich jetzt und muss wieder die Kamera wegmachen. Und dann kommt dieser Teil, wie gesagt, hier oben, wo nicht flach ist, kommt hier. Und dann Nähmaschine nach oben ein bisschen ziehen und dann das festzudrehen. Das rutscht immer wieder. Also das ist auch Hauptgrund, wenn, wie viel ich bis jetzt gesehen habe, das ist Hauptgrund, wenn der Rad nicht funktioniert. Und jetzt diese zwei kleine Schrauben. Ganz, ganz klein. Jetzt muss ich. Eine. So, und jetzt drehen, ist auch leiser geworden. Noch fehlt hier dieser Teil, und jetzt werden wir das auch machen, hier zwei Schrauben. So, manchmal die kleinere Sache machen mehr Probleme als die größere. Okay, jetzt oben noch Deckel. Und dann haben wir schon alles hinter uns. Reinschieben und zwei Schrauben. Das war's. Hier oben zum Programme auswechseln. Und jetzt, weil das alles schon fertig ist, ich mache die jetzt erstmal noch einmal alles sauber. Die Platte schiebt man nur rein. Sie hat keine Schraube. So, reinschieben. Drücken hier unten, aufmachen, hier mache ich auch noch mal sauber, aber diese zwei Teile gehören auch unten und ich habe noch eine
Ich denke, das war's, oder? So. Ich mache jetzt die sauber und dann mache ich ein Video, wie die Nähmaschine funktioniert. Ich muss noch das schon ein bisschen reinigen. Hier ist richtig vom alten Öl. Und hier die ganze Stange will ich auch reinigen. Also hier, hier drinnen und so insgesamt alles nochmal alles richtig reinigen. Und dann mache ich ein Video, nachdem die Maschine alle gereinigt und so, wie die Nähmaschine dann funktioniert. Also liebe Grüße, bis zum nächsten Video.